Wann hat Sie das erste Mal eine Katastrophe in Ihren Bann gezogen und fasziniert? Also seit wann haben Sie das? Darf ich ein bisschen ausholen? Ich bin ein Mann der Sicherheit. Ich war in einer Versicherung tätig. Dort habe ich mich mit Unfallverhütung und Sicherheit befasst, habe ein Buch geschrieben. Und da bin ich draufgekommen, dass es über Unfälle sehr viel Literatur gibt. Über Katastrophen gibt es nichts Systematisches. Es gibt anekdotische Bücher. Das ist weltweit das erste Standardwerk. Das erste Standardwerk dieser Art. Und da habe ich festgestellt, dass es über Katastrophen keine Systematik gibt. Einheitliche Definitionen, einheitliche Dokumentationen und so weiter. Und nur durch eine systematische Erfassung können Sie die Trends feststellen. Denn man möchte ja wissen, werden die Katastrophen mehr, werden sie weniger, wie ist das Verhältnis zwischen Vulkanausbrüchen und Stürmen, was ist gefährlicher, eine Schifffahrt oder eine Flugreise und so weiter. Das habe ich alles aus dieser Dokumentation herausgezogen. Wohin geht der Trend? Dazu darf ich den Untertitel des Buches definieren, das steht da nämlich schon drinnen. Wie Naturgewalten und Zivilisationskatastrophen uns zunehmend bedrohen. Ich bin der Erste, der durch eine genaue Statistik festgestellt hat, dass die Katastrophen zunehmen. Etwa seit 1980, 85 werden es mehr und mehr. Sie lesen vielleicht zu viel Kronenzeitung. Eine sehr gute Entgegnung, ja. Gut. Also ich meine, glauben Sie, also zum Beispiel ich bewohne Gumpendorf. Ja. Wann habe ich wieder mit einer Flutwelle zu rechnen? Also in der Hinsicht muss ich Sie beruhigen. Österreich ist ausgesprochen kein Katastrophenland. Wie ist unser Katastrophenquotient? Sehr, sehr gering, weil in Österreich gibt es keine Wüsten, keine Hurricanes, keine Vulkane, keine Küsten, eine hochstehende Zivilisation, da gibt es wenig Katastrophen. Wir sind ja schon seit vielen Jahren damit beschäftigt, in diesen Semestern bei der Fettwerks Night & Light Show herauszufinden, warum ein Flugzeug fliegt. Haben Sie eine Ahnung? Ich bin kein Flugkapitän, müssen Sie ein Flugkapitän fragen. Sie sind also nicht so ganz sicher, warum es fliegt, Sie wissen nur, warum es abstürzt. Naja, beides. Natürlich, es fliegt, weil es einen Motoren hat und weil es einen Auftrieb hat, deswegen fliegt es. Und die Passagiere fliegen, weil sie zahlen. Wie lange müsste ich jetzt frieren, ja, um sicher abzustürzen? Das ist eine bekannte statistische Zahl. Sie müssten ununterbrochen, gegenwärtig, etwa 230 Jahre lang Tag und Nacht fliegen, um statistisch abzustürzen. Sicher zu sein, abzustürzen. Ja. Aber, das bezieht sich auf den Durchschnitt. Wenn Sie das auf die einzelne Fluggesellschaft zurückrechnen, sieht es anders aus. Es gibt sehr sichere Fluggesellschaften und sehr unsichere Fluggesellschaften. Was haben wir denn da so alles? Zum Beispiel der Ballmecher dringend wissen, wann wir jetzt in ein schwarzes Loch fliegen. Also Seite 31 haben Sie da nämlich eine hochinteressante Skizze. Wo haben wir die Seite? Oder Katastrophen. A. Vermeidbare. B. Unvermeidbare. Richtig. Die Unvermeidbaren gliedern sich in kosmische, im Universum, richtig, kosmische auf der Erde, richtig, und Naturkatastrophen. Richtig. Und die kosmischen im Universum sind Nova, Supernova, Stern-Nahpassage, Stern-Zusammenstoß, Passage einer kosmischen Wolke, Einschlag von Asteroid, Komet, Meteorit, Sternschrumpfung. Das habe ich überhaupt noch nie gehabt. Das ist aber bei unserer Sonne fast unmöglich. Die wird nie schrumpfen. Die wird eine Supernova werden. Wird sich einmal ausdehnen, dann wird sie schrumpfen, laut Ansage der Astronomen. Ja, klar. Zuerst wird es eine Supernova und dann schrumpft sie. Ja. Aber da, sozusagen, da ist es in diesem Fall klar, ja, dass sie zuerst, also
da haben wir dann eh nichts mehr davon. Kann man einfach ausdrücken, erst wird es zu heiß, dann wird es zu kalt. Ja, ja. Und das schwarze Loch nun denn? Ja, das ist eine astronomische Theorie. Wir haben ja hier schon öfters erörtert, wird unsere Milchstraße zuerst von der Supernova gewordenen Sonne aufgefressen oder stürzen wir alle zusammen in das schwarze Loch der Milchstraße? Ja, das weiß niemand. Da müssen Sie einen Astronomen einladen. Aha. Sehen Sie, da komme ich immer nicht zu einem Experten und dann weiß ich wieder nichts. Und das Leben wird zu Ende sein, bevor ich alle Semester durch habe, dass ich alles weiß, was ich gern wissen möchte. Ja, das ist Ihr Schicksal. Ich kriege nie so richtig, also, aber ich meine, einen kleinen Tipp, also eher ins Loch oder eher in die Sonne? Also, ich würde sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Aber wofür würden Sie sich eher erwärmen können? Also bis dahin sind wir schon längst alle tot, der Saal existiert nicht mehr, die Menschheit ist nicht mehr da. Ja, aber nur so zum Spaß. Geben Sie eine Prognose. Zum Spaß. Also lieber da frieren als verbrennen. Also lieber ins Loch fallen. Ja, ich habe gehört, ja genau, da würden wir so dann ein bisschen, da kommt dann so eine Euphorie vor dem Erfrierungstod. Ja? Da denkt man sich, es ist eh gar nicht so kalt. Und jetzt schlafe ich ein bisschen und so ist es, glaube ich, beim Erfrierungstod. Bitte, da ich noch nicht gestorben bin, weiß ich es nicht. Aber man hört immer wieder. Ja, ja. Es gibt auch Bücher darüber. Ja. Aber man hört, also, es wird ja Ozonloch und so. Ja, bitte, das Ozonloch kann mal zu einer Katastrophe werden. Sicher. Also, ich meine jetzt, wie ist es jetzt schon erwiesen, dass es immer wärmer wird und immer... Ja, die meisten Wissenschaftler glauben, dass es wärmer wird und das Ozonloch ist wohl auch schon bewiesen. Aber es ist noch nicht so arg. Aber wenn es mal so arg ist, dass sie nicht mehr in die Sonne gehen können und dass der Hautkrebs zunimmt, dann ist es eine Katastrophe. Was wäre das für ein Kapitel dann? Das würde zu den Naturkatastrophen rechnen. Unterabteilung? Ja, durch die Menschen verursacht die Naturkatastrophen. Es gibt Naturkatastrophen durch die Menschen verursacht. Mhm. Wächst da Ihr Zorn in irgendeine Richtung? Sind Sie dann auch zornig? Nein, zornig bin ich überhaupt nicht. Also zum Beispiel in Richtung Ozonloch oder so? Völlig leidenschaftslos, weil sonst können Sie nicht mit Zahlen operieren, sonst können Sie kein Buch schreiben. Ich behandle das rein sachlich. Und wenn Sie mit der U-Bahn fahren, haben Sie nie Angst? Also diese Zoll haben Sie nicht gegenwärtig, diese 0,00? Bitte, die U-Bahn ist sicherlich... weniger katastrophengefährdet als die Eisenbahn. Aber wenn ich in ein Flugzeug steige, dann zittere ich schon manchmal. Jetzt kommt das Polaroid mit Robin. Ja. Oh. Jetzt kommt das Dosenschießen. Er schießt immer so ganz schnell. Ja, sehr schnell macht er das. Ja. Lieber Herr Ingenieur, ja? Jetzt werden wir sehen, wer siegt. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Ingenieur. Vielen Dank. Ich habe da noch so ein schönes Zitat gefunden, das ich noch vorlesen möchte. Das ist so schön noch. Auf Seite 88. Und zwar von Thomas Bernhard. Das Jahr ist wie das Jahr vor 1000 Jahren. Wir wissen nichts. Wir wissen nichts vom Untergang, von den versunkenen Städten, vom Strom, in dem Pferde und Menschen ertrunken sind. Mit diesen besinnlichen Momenten möchte ich Sie in den Winter entlassen
Und